Moin rockszene.de, ich habe gerade den legendären Konzertveranstalter Eddie Calzone vor Ollis Brause-Kiosk in der Nordstadt getroffen. Und ich habe gehört, du schmeißt jetzt demnächst ein geheimes, großes Punk-Festival hier mitten in der Nordstadt. Was hat es damit auf sich? Ja, richtig. Also der Ort ist noch ganz geheim. Also da erfahrt ihr später mehr auf meiner Seite. Das Festival heißt Punk Punk Oi Oi Festival Hannover. Und ich habe mir gedacht, ich gebe mal meiner alten Punk-Szene so ein bisschen was zurück. Ich habe ja damals mit den Pizza Boys hier viel gespielt. Und ich habe jetzt ein paar Punk-Größen eingeladen nach Hannover und demnächst geht es hier so richtig ab. Weiß man das schon irgendwie, wer da vorbeikommt? Ich habe gehört, Rotz und Schleimkeim sind im Gespräch irgendwie. Ja, die zum Beispiel, auch die arschgefickten Gummifotzen sind dabei und die abstürzenden Brieftauben und Slime außerdem auch noch. Habe ich alle schön eingeladen. Der Eintritt kostet eine Tüte Dosenpfand und man kann sich bewerben auf meiner Seite. punkpunkoioi-hannover.de und dann kriegt man das Datum und den Ort per E-Mail dann zugeschickt. Also machst du wirklich so ein Mystery-mäßiges 80er-Jahre-Punk-Konzert, so in dem Spirit so. Fehlt dir heutzutage irgendwas an der Musikszene oder warum bist du jetzt gerade eigentlich am großen Festival sterben? Hast du ja gemerkt, so dass Butbo Hook und so letztes Jahr verreckt ist und so. Warum, wie kommt man da auf die Idee, jetzt gerade ein Punk-Festival zu starten? Meine Absicht ist eigentlich, meinen alten Fans was zurückzugeben. Also ich war ja, hatte ja wie gesagt vorher meine Punkband The Pizza Boys und bevor ich dann irgendwie mit meinem Hit so durchgestartet bin und eher so in die Pop-Richtung gegangen bin, aber ich will ein bisschen so back to the roots und gerne meine alten Fans wieder so ein bisschen mobilisieren, weil die haben mich halt zu dem gebracht, was ich heute bin und deswegen genau Punkrock, auch Hannover mal wieder so ein bisschen mehr. Alles klar, da kann ich nicht mehr zustimmen. Das war's, glaube ich, auch schon von erwischt. Ich würde sagen, wir trinken uns hier noch ein bisschen einen von der Brause hier vor der Lutherkirche in der wunderschönen hannoverschen Nordstadt. Und hast du noch irgendwelche Grüße? Ich grüße alle, die mich kennen und meine Mama. Richtig geil. Alles klar, das war's. Rockszene.de out! So, willkommen zurück, ihr Lieben. Wir gehen jetzt noch in eine Bonusrunde. Ich werde noch mal ein bisschen mit Eddie Calzone über Punkrock und so weiter reden. Das könnt ihr euch alles auf rockszene.de im Extended Interview Podcast reinfahren. Viel Spaß damit. Vergesst nicht, unseren Channel auf YouTube zu abonnieren. Und schreiende Kinder sind doch auch mal was, ne? Alles klar. Haut rein, Leute.